Das ist mein Zimmer 527 und auch in Japan steckt man die Schlüssel rein, um Licht zu kriegen. Das ist jetzt ein Einzelzimmer gewesen. Die Marlene und Oskar hatten ja ein Doppelzimmer. Es ist total sauber, so viel kann man sagen. Ist alles dabei, was man braucht. Ich empfehle, also wenn ihr keine großen Kopfkissen braucht, dann nehmt euch ein eigenes Kopfkissen mit. Das hatten wir auch gemacht. Hat eine Klimaanlage mit drin. Und es gibt auch wie typisch wie hier in Japan immer so ein Zubehör mit dabei. Internet läuft super hier, also wirklich sehr schnell und zuverlässig. Die Dusche, da ein Tipp, ganz wichtig, ja, dreht zuerst das kalte Wasser auf, niemals das heiße Wasser. In China ist Wasser heiß und unter heiß verstehe ich kochend heiß. Und das macht ihr genau einmal, wenn ihr drunter steht und macht zuerst das heiße Wasser an. Also ich denke mal, das Wasser hat bestimmt 70, 80 Grad und das merkst du sogar an den Füßen. Ja, ansonsten wirklich sehr sauber und jedes chinesische Klo hat natürlich so eine Toilette und die ist mega, will ich auch nie wieder missen, kommt jetzt bei uns demnächst rein. Die Reise in Japan geht weiter, der Bus steht schon hier, abfahrbereit, aber die Koffer sind noch nicht drin, die werden jetzt gleich mal reingebracht. Ich bin mal gespannt, wo es denn jetzt hingehen wird. Guten Morgen. Und wie war es jetzt hier in Tokio? Super. Warum? Sag mal, was war denn das absolute Highlight in Tokio? Wart ihr irgendwie in der Stadt? Ja. Und was habt ihr gesehen? Die Kreuzung? Shibuya auf jeden Fall, da waren wir noch essen. Ja. War richtig gut. So ein Geheimtipp, so ein kleines Restaurant. Hat man uns da reingeholt, top. Ist das so eine Stadt, wo die Liebe wieder aufgefrischt wird? Auf jeden Fall. Also meine die war weg oder wie? Die Liebe. Also meine zu einer Stadt, weil Berlin kann ich ja nicht aufstehen, aber Tokio ist doch meine Stadt. Ja, Berlin ist auch nicht schlecht, muss man sagen, oder? Nee. Nicht mehr. Okay. Also ich wohne seit 30 Jahren in der Stadt. Da lernt man die irgendwie nicht mehr zu mögen. Ja, hier vorne. Aber Tokio mache ich auf jeden Fall nochmal. Auf jeden Fall nochmal. So, die Fensterputzer, die sind auch unterwegs. Das Coole ist, das sind Höhenkletterer. Siehst du auch nicht alle Tage zum Fensterputzen, oder? Aber ja, die können das. Die können das. Ja, muss man schön dabei sein, ja. Das ist auch ein cooler Job, bloß wenn es regnet oder Sturm. So, gucken wir uns das mal an. Da ist der Bus. Und das ist das Hotel mit den Höhenkletterern, die wir gerade noch gesehen haben. Ich habe schon gehört, es geht zum Fuji. Ist das richtig? Es geht zum Fuji. Oh, jetzt freue ich mich voll drauf. Hoffentlich ist er klare Sicht, dass wir was sehen. Wir bekommen einen neuen Bus. Den schauen wir uns jetzt mal an. Die Reisegruppe ist unterwegs. Diesmal ist er purpurfarben. Ein Fuso. Wir hatten ja vorhin Hino. Hino gehörte übrigens zu Toyota. Und Fuso gehört zu Mitsubishi. Die bauen nämlich auch Reisebusse. Hast du gewusst? Was? Hino ist Toyota. Aha. Und Fuso ist Mitsubishi. Wusste ich gar nicht. Ja. Wird übrigens in Deutschland verkauft, Fuso unter dem Markennamen Mercedes. Aha. Ja. Okay. Genau. Und die bauen halt hier große Reisebusse, was sowieso total fasziniert ist, dass die Japaner, die haben alles selber hier. Die haben die Aufzüge selber von Hitachi, die haben die Klimaanlagen selber, die haben die Busse selber. Die sind komplett abgeschottet, alles würde funktionieren. Ja, deswegen ist das ja fast das reichste Land der Welt. Das reichste Land der Welt. So, hier ist der Bus. Es geht zum Fuji. Marlene ist da. Sie kann nicht weg.
Wetter hätte schön nicht sein können. In der Nähe des Fuji geht es gleich an eine große Tempelanlage. Mehr Informationen gebe ich euch in Kürze. Jetzt geht es erstmal hier auf Toilette. Die Reisegruppe wartet schon. Und heute werden wir in einem Hotel am See nächtigen. Also richtig schön. Wo wir schon erfahren haben, da sind die Schönen und Reichen Japans unterwegs. Und alles ein bisschen aufwendiger. Auch hier typischer Zustand. Irgendwie Erhaltungszustand wie neu. Egal wo du hinkommst. Also kein Müll, kein Dreck. Gibt auch keine Mülleimer. Jeder nimmt seinen Müll mit. Alles sehr sauber. Auch die Toiletten natürlich. Marlene, wieder mal ein Tempel. Das ist ganz interessant. Der hier heißt jetzt der große Buddha. Der große Buddha, ja. Bei dem Wetter macht das ja richtig Spaß. Ja, ich bin gespannt. Stehst du auf Tempel? Bin da noch nicht so ganz warm geworden, weil es war ja doch kalt mit dem Regen gestern. Gestern hat es voll geregnet, ja. Und du bist durchgefroren. Ja, Schuhe waren war irgendwann, sogar der Regenschirm hat irgendwann angefangen durchzutropfen. Der war wirklich irgendwann durch alles. Ja, ich bin ins Hotelzimmer anschließend 2 Stunden, habe ich nicht hingelegt, dir eine Message geschrieben. Du bist gar nicht mehr aufgestanden danach. Nee. Ich habe mich eingekuschelt. Wie war die Nacht? Ich habe noch ein bisschen Fernsehen geguckt und... Ja, nachdem ihr dann irgendwann mich aufgeweckt hattet, nachdem ihr nach Hause kamt. Also, wir waren ja noch ein bisschen In Shibuya, ne? S-Bahn fahren und haben dort ein 6-Gänge-Menü vom Grill geschlemmt. Ah, was gab's denn dann? Boah, es gab alles. Also es waren Spieße oder was stelle ich? Gab's so Spieße, gab's, es gab Grill, also so Richtergrill, ein Holzkohlegrill, der ist in. Nee, aber so ein Tischgrill oder nein, ein Holzkohlegrill, also da ist so ein Chef, der bereitet hier alles zu. Hat gekostet 15 Euro pro Nase. War denn schon teuer? Ja, für Verhältnisse für hier ist es schon teurer, aber nein. Was? Ich glaube, es gibt noch teurer natürlich. Was krass ist, woran ich echt gewöhnen muss, ist das Thema Trinkgeld. Ja. Weil du gibst dir einfach kein Trinkgeld und nee, das ist so angenehm. Außer Busfahrer und Reiseleiter. Du musst dich nicht schlecht fühlen, hier will auch keiner Trinkgeld haben. Nee, die rennen dir hinterher, wenn du Trinkgeld gibst. Weil es ist anschließend immer so was Unangenehmes, weil du entscheidest ja über Erfolg des Arbeitnehmers eigentlich, den eigentlich der Arbeitgeber bezahlen sollte. Naja, gut, anderes Thema gibt es hier also in Japan nicht. Das ist inkludiert. Und kommt nicht auf die Idee, das ist ganz, ganz wichtig, Leuten Trinkgeld zu geben. Die tragen es dir hinterher, Marlene. Genau. Im Gänsemarsch müssen wir laufen. Warum? Warum eigentlich? Weil so viele Menschen hier sind und weil die Autos nicht so aufpassen auf die Fußgänger und weil hier ja, die Gassen eng sind. Ja, stell dich mal vor, du bist aus Berlin? Ja, ich bin aus Berlin. Aus welchem Bezirk? Aus dem Bezirk Lichtenberg. Lichtenberg, was ist denn kennst da? Kennst du gar nicht, oder? Nee, kenne ich nicht. Also ich kenne so Schmargendorf und so kenne ich. Ja, der ist genau auf der anderen Seite. Okay. Schräg rüber, Diagonale. Sehr schön. Ist das so ein Rentner? Ich bin schon ein Rentner, ja. Nein, ich meine, der Ort so Schmargendorf wird ja nachgesagt, dass es eher so ein Rentnerding ist. Ach so, nee. Das weiß ich nicht. Das hab ich keine Erfahrung drüber. Zehlendorf sind die Millionärswitwe. Aber Schmargendorf weiß ich nicht. Ja, da gehörst du ja nach Zehlendorf. Wenn du hier so eine Reise leisten kannst nach Japan. Kann ich, meinst du, könnte ich auch in Zehlendorf wohnen? Eigentlich schon. Ist nicht ganz billig, aber lohnt sich. Denn Japan ist sauber. Du bist schon mal hier gewesen, Japan? Nee, Japan ist noch nicht. Und? Die paar Tage? Wunderbar. Highlight. Fujiyama sehen, zweites ja. Highlight nach Hiroshima. Ach genau, das als Kind für mich so Erlebnisse sind, als wir die Filme gesehen haben über Atombombenabwurf in Hiroshima, Nagasaki, das war berührend. Kurze Frage, wann bist du geboren, darf ich das erfahren? 1950. 1950. Aber nicht veröffentlichen. Nee, auf keinen Fall. 68 bin ich, also ich könnte dein Sohn sein. Jahre jünger, ja, richtig, das stimmt, mein Sohn ist 71 geboren, der Jüngste. Ja, der Älteste. 50, lass mal rechnen, du bist jetzt 72. Nee, 73. 73. Da bist du noch jung. Ja, bin ich auch, ja. Natürlich bin ich noch jung. Ja, Japan ist cool. Aber es ist alles ein bisschen anders hier, wenn du guckst. Also, du warst ja wahrscheinlich schon überall auf der Welt, oder? Ja, nicht jetzt nicht am Telefon, sondern nicht am Mikrofon. Okay, aber ich sag mal so, Japan ist sehr sauber, wenn du das vergleichst mit vielen anderen Sachen. Ja, Sauberkeit ist relativ. Indien, Nepal, Lateinamerika ist aus unserer Sicht ja, nicht sauber. Aber das ist für die, die hier wohnen?
Ja, auch. So, Sauberkeit ist ein relativer Begriff. Wollen wir da mal bleiben. Sicherheit, wie ist schon sicher? Sicherheit ist sehr sicher. Also wir waren jetzt auch wirklich in den wildesten Ecken, in irgendwelchen Seitenstraßen. Du hast nicht das Gefühl, dass sich da einer irgendwie killt. Ja, da könnte ich ganz andere Geschichten erzählen. So, wir gehen jetzt gleich über die Straße. Ich drehe mich mal gerade, dass wir das mal sehen. Interview beendet. Fast. Warte mal. Ich drehe mich mal. So, kurze Schritte, Gänsemarsch. Ich drehe mich mal ein bisschen um, dass die Leute mal ein bisschen was hier sehen vom Ausblick. Ja, schönes heutes Wetter. Es hat nämlich geregnet gestern wie verrückt und da war es mir doch ein bisschen kalt. Ja, also wir hatten in Tokio morgens 0 Grad. Also wir sind jetzt schon eine Woche vor euch da gewesen. Ach so, du bist seit einer Woche da? Ja, wir sind seit einer Woche, also eine Woche früher da gewesen in Tokio und wir hatten teilweise morgens 0 Grad beziehungsweise 1 Grad. Heute Nacht übrigens soll es im Hakau, ja, ist der Nationalpark, da sollen es auch 1 bis 2 Minusgrade werden in der Nacht gegen morgen. Also jetzt würdest du schon sagen, beschreiben, 16 Grad haben wir jetzt? Jetzt wird es warm, ja. Am Tage ist es warm, aber gegen Abend und dann gegen morgen über Mitternacht, da soll es dann runtergehen auf 0 Grad. So habe ich es gelesen gestern im Wetterbericht. Heute Morgen nicht. Ja, ich bin mal sehr gespannt. Ist ja auch hier ein Atomkraftwerk, ist ja hochgegangen. Das hätte ich auch mal gern gesehen, da darf man aber nicht rein. Also wie das, da ist jetzt im Moment natürlich alles stillgelegt seit 15 Jahren oder 10 Jahren. Wie lange ist das her? 10 Jahre, oder? Apropos Atomkraftwerk. Wir hatten letzte Woche Mittwoch, hatten wir morgens gegen 6 Uhr eine Erdbebenwarnung auf unserem Smartphone. Auf Deutsch. Also heute. Also heute. Auf Deutsch, ja. Also heute Nacht ist Folgendes passiert. Wir hatten heute Nacht ein leichtes Erdbeben, ganz leicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte einmal Erdbeben in Ecuador miterlebt, aber man weiß ja nicht, du weißt ja nicht, dass der Zustand, der ein paar Sekunden dauert, dass das ein Erdbeben ist. Das hat man uns dann erst erklärt, dass dieses ungewöhnliche Gefühl vor einem Erdbeben herrührte. Punkt. Also heute Nacht bin ich aufgewacht. Das war ganz komisch. Also ich hatte schon mal ein Erdbeben in Deutschland. Das war 1988, 89 gab es ein Erdbeben bei uns im Saarland. Kleines. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und da bin ich auch aufgewacht. Also das war schwerer wie das hier. Heute Nacht hat es ganz leicht gewackelt. Ja, das, wenn man nicht drauf achtet. Wir saßen gerade im Restaurant in Quito. Und mit einmal alle guckten hoch. Und ich wusste auch nicht, was ist jetzt los. Ungewöhnliches, unbekanntes Gefühl. Und die sagten, denn jetzt hat die Erde ein bisschen gewackelt. Ja, wenn man das nicht kennt, komisch, oder? Ja. Aber an hier. Ja, ich habe nur gehört, das hat der Reiseleiter hat gesagt, wenn die Autos fahren, ist es nicht so schlimm, hat er gesagt. Also da muss schon viel passieren. Das ist am sichersten, richtig. Ja. Boah, das hier ist ja voll der Touri-Ort, oder? Bitte? Das hier ist voll der Touri-Ort. Ja. Aber dein Mikrofon kannst du dir mal erklären. Ich wollte auch eins mitnehmen. Aber ich konnte mich nicht entscheiden, welche Qualität und welcher Preis und so weiter. Das ist am günstigsten. So. Das erkläre ich dir mal. Also das hier ist jetzt. Genau. Du bist der lachende Dritte. Ich bin der lachende Dritte. Ich hab's im Kasten und du bist tot. Bitte? Ja. Ich sagte, ich hab's im Kasten und du bist tot. Ja, richtig. So ist es. Ich habe ein Foto und. Ja. Mach ich auch immer. Ich habe ein Foto im Kasten. Hey, das Schöne ist hier in der kleinen Kamera. Die macht super Bilder, die fällt nicht auf, das ist auch wichtig. Ja. Und es wiegt ja heute alles das Zeug. Der da durch Shinjuku läuft, immer rund 45 Minuten seine Darbietung, der geht die ganze Zeit mit einer kleinen Kamera und geht voll auf die Menschen zu und sie gehen zur Seite und er bewegt sich dort also durch die Masse der Menschen. Und gibt uns einen schönen Eindruck, oder gab uns einen schönen Eindruck, wie das in Shinjuku und Shibuya aussieht. Und da hatten wir eine wunderbare Orientierung. Kamakuro heißt es so. So war das hier, der Ort. Und jetzt hat man so einen Eindruck, also das Klima, habe ich das Gefühl, ist fast europäisch hier. Ja, wegen der Touristen. Mein GPS schlägt noch nicht an. Ich wollte sehen, wie hoch wir sind. Das
Croissant. Achso, die Höhe über NN. Also die normal, wie man. Also gestern an dem Kloster waren wir ungefähr 660, ich habe es nicht genau im Kopf, 660, 665 Meter hoch. Laut meinem GPS. Ja, was schön ist, dass nicht nur ausländische Touristen da sind, ganz viele Einheimische kommen hierher. Naja, man kann die manchmal nicht unterscheiden. Kommen sie aus Malaysia, kommen sie aus Südkorea, kommen sie aus Taiwan. Thailändisch ist auch. Na gut, die Thailänder kann man abgrenzen. So, jetzt muss ich fotografieren. Mach. So, jetzt gilt's. Hier vorne, da ist schon der erste Rot. Ist übrigens die Farbe der Reinigung. Schützt vor Bösen. Vorne ist der Eingang. Der Tempel, die Kamakura City Tourist Map. Können wir mal sehen, wo wir sind. You are here. Da ist das Meer. Da sind wir. Und da ist der Yokohama Beach. Wenn wir uns demnächst mal hinbegeben, am Fuße des Fujiyama. Heute werden wir noch eine Bootsfahrt machen, also eine richtig schöne Cruise-Tour. Ja, überhaupt, was ist der Vorteil von geführten Reisen? Da kann ich euch jetzt schon ein bisschen was erzählen. Es ist sehr angenehm. Also meine Frau normalerweise immer gerne unentspannt, wenn es darum geht, dass es irgendwie einzeln sein soll. Wir sind 70 Meter über dem Meeresspiegel. 70 Meter? Laut meinem GPS, wenn du eine Kamera raufhalten willst, der hat einen eingebauten GPS-Empfänger. 70 Meter über Meereshöhe. Ja, sehr cool. Der ist jetzt nur nicht auf Millimeter, aber kann man so ungefähr. Passt. Also ich hätte gedacht, es wäre höher. Ja, naja, wir sind aber eigentlich unten am Wasser gewesen. Wir sind nicht oft Serpentinen gefahren. Auf jeden Fall liegt hier kein Schnee. Das ist... Das lag nämlich gestern. Ja, 650 Meter sind nicht ohne. Ja? Und im Wald. So, nächstes Foto. So, nächstes Foto, Marlene. Ja, normalerweise bist du immer so unentspannt bei Reisen, weil wir müssen dann aus dem Auto raus, rein, Parkplätze suchen und so weiter. Es entfällt alles hier. Ja, ich muss. Das ist schön. Ja, nur noch einsteigen. Du hast hingebracht. Ja, wir hatten auch das Abendessen gebucht. Das haben wir jetzt mal reklamiert. Sprich. Hast du denn schon bei dem Sign, you are here, ja. Da siehst du... Ja, komm mal mit, wir gucken mal. Das ist nicht das Hakenkreuz. Ja, ich wollte es dir ja nur deutlich machen. Das ist einerseits das Sonnenrad, aber andererseits ist es nicht das Hakenkreuz wie in Deutschland. Ja, also, genau, das ist nämlich hier, es steht überall. Das Sonnenrad ist für die Hindus, eigentlich für die Hindus mehr als für die Buddhisten, aber das ist ganz, ganz typisch in Asien. In Nepal, in Ladakh findest du dann überall, an jedem Tempel findest du das. Überall, das stimmt. Ja, das ist das, was viele Leute nicht wissen. Die denken hier, hatten die irgendwas zu tun mit dem? Nee, hatten sie nicht. Den gab es schon lange vorher. Richtig, viel, viel früher. Haben wir jetzt getrödelt oder was? Ich weiß nicht, die stehen alle noch hier. Ach, die Karten kommen. Hast gehört, die Karten kommen. Die Karten sind gemischt. So, einmal nochmal zum Reiseleiter. Nimm meine Karten mit. So, ich zeige euch mal hier die Szenerie. So, direkt mal hier für die Nachfahren, die uns im Jahr 2230 gucken werden. 230? 2230 werden die Leute es gucken und werden sagen, Mensch, die damals 2024, was hatten die für komische Hüte an? Nee, cool. Ja, das ist der beste Sonnenschutz, den man haben kann, ne? Ja, absolut, das stimmt. Ja, du bist das H? H steht für Hamburg, oder? Nein, das ist nur ein H. Ist das nicht blöd, dass ihr als Kennzeichen HH habt, obwohl ihr eigentlich das H verdient habt? Für das Hannover? Heißt, eigentlich Hanse, ne? Ja. So, HH. Oh, ist das ein Ding. Guck dir das mal an. Oh ja. Mit dem Hintergrund, perfektes Foto. Das ist ja mega. Da will ich mich gleich mal mit dem Selfie verewigen. Ja, überall diese Laternen, also das sind die Steinlaternen, die oben drin sind, da kommt wahrscheinlich da ein Licht rein.
Oder kam ein Licht rein? Heute sind es LED-Lampen. Ja, ich würde mal sagen, früher vielleicht eine Kerze aus Wachs oder Öl. Der große, ja, der ist schon groß. Also der große Buddha. Ist jetzt aus Bronze, war mal aus Holz, habe ich gehört. Ja, so ist es. Am Anfang. Vorher Holz, wahrscheinlich weil es zu schnell verrottet, dann haben wir aus Bronze dann gegossen, damit er länger hält. Ja, was ist schnell heutzutage schon? Also wenn du überlegst, das Ganze ist ja schon recht alt, aber die Buddhisten selber, die sind schon einige tausend Jahre alt. Das ist also, habe ich jetzt erfahren gestern von unserem Reiseleiter. Echt? Hast gewusst? Also nein. Irgendwie 2.000, 3.000 Jahre vor Christus gab es schon Buddhisten und ja, die haben es ja lang gehalten. Guck mal hier. Und nur die Mönche können in der Erleuchtung gehen. Ja, irgendwann sehen die das Video und sagen hier, du bist unser neuer Gott. Und dann ist es von dir vielleicht eine Statue irgendwo in der Antarktis. Ach, das glaube ich weniger. Da vorne stehen die Früchte, hast du gesehen? Ja. Ganz da hinten. So, ich gehe mal ran. Hier werden auch Fotos gemacht. Das ist übrigens, die Fotos müssen jetzt gut werden, weil ein Spezialfotograf, nämlich der Kai, von unserer Family. So, und ich mache schon mal das Selfie fertig. Guten Morgen. So. Na komm mal her, Marlene. Komm mit. Wir müssen uns mal verewigen. Guck mal her, dreh ich mal um. Für Selfie. Der Buddha. Nee, nicht mich filmen. Umdrehen. Oscar rufen. Oscar! Da sind wir. Lass mal kurz gucken, ob wir ihn drauf haben. Siehst du das? Ja, ich glaube ja. Jetzt müssen wir unten sein. Heute, wo die Sonne so mal blendet, ausnahmsweise haben wir schönes Wetter. Ist das ein Unterschied zu gestern? Ja. Aber das habe ich schon gesehen in der App. Bin schon gefreut auf heute. Mega. So, mega. Einfach schön. Und man kann jetzt reingehen, hieß es, ne? Wie reingehen? In den Buddha? In die Figur kann man irgendwie reingehen. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Oder ob ich das gerade missverstanden habe. Ich gehe mal gerade zurück. Der große Buddha. Ja, ist natürlich das Schöne an diesen Touren, muss ich schon sagen. Man darf sogar im Urlaub den Kopf abschalten, weil alles ist irgendwie organisiert. Ja, also komplett. Ne? Du kannst dich auf dich konzentrieren, was du filmen, fotografieren, egal was. Du kannst alles mal schnell im Bus lassen. Ja, das Coole ist auch noch was ganz anderes. Du hast ein iPhone und hast mir gestern eine Funktion gezeigt. Der erkennt automatisch anhand des GPS, was es ist, blendet ein, sodass du dir auch noch nicht mal Notizen machen musst, wo es war. Ja. Und sagt dir anschließend, was es war. Ja, ja. Warte, ich guck mal, ob er das mit den heutigen Bildern wahrscheinlich noch nicht, aber hier. Ne? Das ist der goldene Hase. Das war der Hase gestern und da oben zeigt er mir dann an, wo wir waren. In Nico Futaresan Schrein waren wir am Schrein. Das zeigt er mir dann an. Ach, hast du laut geschrieben? So, komm. Also da vorne ist noch was ganz Besonderes. Wir standen noch gerade davor. Da sind Räucherstäbchen drin. Das ist für die Reinigung, Bewachung. Und die Leute umhüllen sich dann mit dem Rauch. Siehst du, da werden auch wieder Räucherstäbchen werden eingeführt. Leute halten die auch hier in der Hand. Da könnt ihr es sehen. Wird sich hier verbeugt. Hier mit dem Reingehen. So, hier ist der Opferstock. Extra.
Er ist schon groß. Also Höhe geschätzt. Schwer zu sagen. Gute 10, 12 Meter. Ja, und hier kannst du dann hochsteigen. Und. Ja, ich komme mit rein. Okay? Thank you. 50 kostet es. So. Fee to enter the interior of the Great Buddha. Da wird dann entrichtet. Also wenn da jetzt keine Achterbahn drin ist, Marlene. So, Besonderheit, nicht links, sondern keep to the right. Ja, mache ich. Ja, auf jeden Fall aus Beton mit drumherum gebaut. Wir müssen erst die Leute rauslassen. So, jetzt wird es gleich ein bisschen grisselig im Bild, weil dunkel. Ja, wird eng. Ja, eng ist doch schön. Eng ist schön, auch mit. Ist gemütlich, ne? Oh, das ist, guck mal da. Wow. Ja, erinnert mich ein bisschen an die Porta Nigra, aber hier aus Beton gegossen. Was hat er gesagt? Sieht aus wie ein riesen Poloch. Ach, ich sag's ja. Was haben wir hier? Also, Great Buddha was built in the middle of the Kamakura period 7. Also es ist alles nochmal 1960, alles nochmal neu gebaut worden. So viel steht zumindest hier drin. Wurde aus insgesamt 60 Teilen wurde das gegossen. Der große Buddha. Schon. So, ich stelle mich mal hier an die Ecke.
So sieht er von hinten aus. Aus Bronze. Gegossen. Aber innen sah es ein bisschen aus wie Beton. Aber Casting heißt, sie haben es gegossen. In der Erde aus 60 Teilen. Cooler japanischer Garten. Also was echt gut klappt für alle Leute, die ein bisschen Angst haben hier, ich kann die Sprache nicht, ist wirklich Google Translator und holt euch einen kleinen tragbaren Hotspot mit. Gibt es in Deutschland schon für Kaufpreis bei Amazon 80 Euro mit Batterie. Und da können alle, die mitreisen, nämlich mit der SIM-Karte, die ihr euch am Flughafen kaufen könnt, die kostet 40 Euro für 21 Tage. Unlimited Flatrate können die dann das Internet benutzen. So, das ist übrigens der kleine Buddha. Für die als Kinder gestorben sind und nicht ins Paradies kommen. Oh. Das heißt also die Kinder, wenn die früh sterben, kommen sie nicht ins Paradies. Es gibt dann einen Fluss. Die Kinder müssen dann da aus Steine ausstapeln, um eine Brücke hinzukriegen. Nachts kommen die Dämonen, schmeißen die Brücke wieder um, dass sie nicht rüberkommen. Die sorgen dafür, dass sie rüberkommen. Das sind die Schutzpatronen der früh gestorbenen Kinder. Wo hast du es her? Was? Internet oder hat das der Reise? Der Reiseleiter hat das erzählt. Der hat es erzählt. Ja, da fahre ich jetzt nicht an für solche Sachen. Ich bin ja der Gott des unnützen Wissens und dann muss ich sowas wissen. So, wenn du mal kurz mir diesen Baum mal ganz kurz beschreibst, den hier, wie der sich anfühlt. Wenn du den mal kurz so anfasst. Du bist ja Holzarbeiter. Nee, Krankenpfleger. Ja, ich arbeite mit altem Holz. Ja. Wie fühlt sich da die Rinde an? Ist die rau? Das ist eher glatt. Ich denke mal, das könnte man aufrollen und rauchen. Krass, oder? Die Bäume? Ja, ich finde die Bäume hier echt geil. Da gibt es Pflanzen, die hast du vorher noch nicht gesehen. Ne? Das ist Kunstwerk hier. Oh Scheiße, da vorne ist Bambus, den muss ich für meine Frau. Oh je, hab was gefunden. Was denn? Ja, eine Schneekugel. Wenn wir aus jedem Land eine Schneekugel haben und vom Buddha diesmal, vom großen Buddha. Ja, das ist auf jeden Fall die flugfreundliche Schneekugel. Ja, auf jeden Fall. Die passt in 100 Milliliter Beutel rein. Was ist hier? Maximal 100 Milliliter. Für dich ein bisschen zu viel. Die muss ich dann schon einpacken dann. Die ist unter einer Sicherheitsabdeckung, siehst du? Ja, ja, die ist ein bisschen wertvoller. Aber ja, ob es schöner ist. Gibt ja nichts, was es nicht gibt. Aber ich mag am meisten hier den Buddha. Guck mal. Den Keks-Buddha. Dein Buddha weiter züchten. Meinen eigenen Buddha. Den lokalen Buddha. Hier gibt es nochmal den Fuji. Aber das ist nur eine Kugel, keine Schneekugel. Ach, 3D, ja, so Holos. Kannst du dann sie auf den Küchentisch stellen. Boah, das sieht aus, als wäre es handgefertigt. Ja, sehen aus wie meine Weihnachtsbaumanhänger, so ein bisschen. Soll mal einen mitnehmen? Du, als Weihnachtsbaumanhänger. Also wenn du hier den Tinnef kaufst für 4 Euro, dann... Das ist doch keine 4 Euro, 550, 160 ist 1 Euro, also knapp 3, okay. 3 Euro für... Das fliegt dann sowieso auf den Müll. Nein, den hänge ich mir auch als Weihnachtsanhänger. Aus Japan. Ja, ich will hier so eine Glocke. Was für eine Glocke? Ich will nicht so eine Glocke. Für was? Für einen Eingangsbereich bei uns? Ja, damit die Nachbarn gegenüber. Damit die Nachbarn, ja. Wir kriegen ja nichts mit, aber die anderen.
Nackert. Nee, den nicht, Schatz. Den Fuji willst du. Sobald nämlich ein bisschen Wind kommt, macht so Bing Bing. Und hier so Budo-Anhänger. Ah, da hinten die Marlene, die Winkelkatzen. Hast du gesehen? Da vorne sind die Winkelkatzen. Die Winkelkatze. Da sind ganz viele Winkelkatzen, da muss ich jetzt irgendwie hin. Aber ich komme nicht durch. Ich muss hier durch. So. Oh. Winkelkatzen. Übrigens, je früher, desto besser. Marlene, was hast du ergattert? Gleich mal sehen. Also jetzt, ihr habt jetzt eine Stunde gebraucht für eine Mini-Glaskugel. Die ist da vorne. Wir kamen von da unten, ja. Der Menschenmasse und den Autos, die hinter dem Bus warten. Ist ja krass, hat der Bus mal kurz geparkt und dahinter sind so 200 Autos, die müssen halt jetzt mal warten. Also ich bin mit dem Geld super gut klar hier. Ja, es gibt nur überall Bargeld. Gibt's für uns gar nicht mehr. So 110. Einmal wurde eins von denen. Das sind übrigens 70 Cent. Für 0,7 ist doch okay, 0,6. Dafür, dass es immer Automaten ist, kostet bei uns an der Flughafen wie viel? 3,50? Irgend sowas. Also ich will das. Ich hatte eben noch das Kleingeld rausgefunden. Gib mir auch noch ein. Schön gemacht, der Garten. So, als wurde uns schon mal gesagt, wir müssen hier durch die Höhlen durch. Sowas ist nicht alltäglich und selbst in Java nicht zu finden. Der Zugang. Zunächst mal hier die japanischen Gärten und kann man sich was wünschen. Kauft also hier auch schon wieder diese Holztäfelchen. Die werden dann aufgehangen. Den Wünschen, die verewigt worden sind. Natürlich steht da übrigens drin, was die kosten. Also hier 3 Euro und dann schreibt man mit dem Edding drauf, was man möchte. Wenn dann durch das Wasser gereinigt und dann kann man die Wünsche ja verewigen.
waren die Leute früher ein bisschen kleiner. Marlene, wart ihr schon in diesem Tunnel? Und, wie war's? Sehr tief. Bitte? Sehr tief. Tief, tiefer Tunnel. Manche konnten einfach durchlaufen. Achso, manche konnten einfach durchlaufen, du nicht. Hast gesehen, auch die ganz Alten, die 90-Jährigen. So, was ist hier? Ich nehme euch mal kurz mit rein. Hier
Dortmund-Zettel. Und der natürliche Wasserfall. Dem ein bisschen auf die Sprünge geholfen wurde. Aber für einen guten Garten ist es ja auch in Ordnung. So, gehe ich jetzt mal drüber. Hier hält man sich links. Thank you.
Wow, ich glaube, man muss immer einen Schritt zurückgehen, um das Ganze zu betrachten. Ihr könnt es erkennen, eine ganz große Glocke.
Ja. Was ich stark fand, waren diese ganz kleinen, vielen kleinen Buddhas ganz unten. Hast du gesehen? Ja. Warst du auch in der Höhle drin? Der Höhle war ich drin, ja. Wo selbst die 92-Jährigen... Ja. Da vorne musst du mal gucken, da sind so eine Schutzgeister, die haben Dämonengesicht, die haben die platt getreten. Das ist etwas, was du sagst. Oder, sag mal bitte. Da vorne. Und dann sind auch noch die Füße des Buddhas. Ist vielleicht auch noch was für dich. Die Füße des Buddhas. Die Füße des Buddhas. Ach hier, das sind die Dämonengeister. Genau. Das sind die Füße des Buddhas. Und das sind hier die guten Geister, die bösen Dämonen da platt gemacht haben. Sag mal, also der ist böse, sieht man auch, oder? Ja, das sieht ja aus. Ja, sieht aus wie ein tiefes Wesen, aber ich weiß nicht, der hat da ne, Papier und Stift ist wahrscheinlich schwerwiegender als die Dämonen. Ich weiß es nicht. Er hat den Tod geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich die alte Bildzeitung. Das kann einen schon mal runterziehen. Danke. So heißt der Ocean View Path. Ach, es geht noch höher. Es geht noch höher. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Und Kois.
Und was hat dir gut gefallen? Die Statue? Aus Holz. Ja, man darf ja nicht filmen dann. Nö, ich dachte mir, vielleicht ganz schön, die Sachen zu machen, die man... Wie viel Zeit haben wir noch? 6 Minuten, ich komme sofort. Wo treffen wir uns? Davor, ab. Gott, das ist uns der Aussichtspunkt. Picture Place. Gut, let's go. Das ist unsere Fahrt und wir hatten Glück. Normal wären wir gar nicht aufs Schiff gekommen, aber jetzt funktioniert's. Wir waren nämlich nett. Die letzte Fahrt, die haben wir erwischt. Es könnte auch ein bisschen dunkler werden, aber wir stehen jetzt mal an, um gleich die Bootstour zu machen. Also das ist das Boot. Es gibt natürlich eine First Class und eine Economy Class, wie soll es anders sein? Und die First Class kostet einen kleinen Aufpreis. Das sind so kleine Piratenboote. Vorne sieht man eigentlich die Abbildung der verschiedenen Boote. Sieht schon lustig aus. Aber ist aus Stahl. So, das sah so ein bisschen aus wie Holz. Wenn man näher rangeht, kann man die Schweißnähte sehen. Nee, nicht aus Holz. Nein. Die Schweißnaht hätte ich auch hinbekommen. Ja, kann man unten sehen, ne? Bisschen dick die Schweißnaht, da an der Seite.
Ich find's cool. Ja, du siehst das schon aus. Was es gibt. Die Frage ist, ob die Segel auch in Betrieb genommen werden können. Was denkst du? Ja, würde ich sagen. Die kann man benutzen. Kai! Kai! Dein Fazit, werden wir es überleben? Klar, Logo! Wenn du mich mal kurz aufklärst, der wievielte Stopp? Der zweite Stopp. Also wir gehen am zweiten Stopp raus. Damit wir hier nochmal ankommen. Nee, auf der anderen Seite. Wir müssen auf die Seite. Und da war der Bus. Nicht dahin. Ich hab's nicht. Ach so, der fährt weg und. Der holt uns dort wieder ab. Okay, also keine Rundfahrt. Nein, keine Rundfahrt. Wir fahren einfach Fähre. Also hat das einen Sinn, dass wir jetzt über den See fahren? Nee, das war jetzt eigentlich anders geplant, ne? Weil der andere, mit der anderen Fähre hat es ja nicht mehr geklappt. Das war jetzt umdisponiert. Also ich bin als Kind ja immer, das weiß niemand, auf der Mosel bin ich ja immer Schiffchen gefahren mit meinem Opa. Aha. Ja. Hat's geschadet? Nee, das war schön. Also das hab ich auch gemacht mit meinem Sohn. Habe ich ja auch gemacht mit meinem Sohn. Was hat sie gesagt, dass ich hier... Ob das daher kommt. Dass ich so beschädigt bin, oder? Vom guten Witz bin ich... Entschuldigung. Kai, ich wollte dich nicht verletzen. So, da geht's rein. Zweiter Stock. So. Schick, schick. Auf jeden Fall ist hier die Hallway, die sieht so ein bisschen aus wie die MS Titanic. Bitte? Da musst du nach vorne zum Bug gehen und den Titanic nachspielen. Ach so, mit Kate Winslet. Kate Winslet. Die heißt Leonardo. Leonardo, genau. Ich bin die Kate und du? Schiff mit Radar. Am schönsten finde ich hier die Schwanenboote. Die Oskar. Guck mal hier die Schwanenboote. Aha. Was ist mit denen? Wie schnell die sind? Ich glaube, du musst da treten. Ja, sind sehr schnell auf jeden Fall. Sehr schnell. Oh, die haben es aber jetzt eilig hier. So, und das da vorne ist der First Class vorbehalten.
Fazit? Schön, oder? Was habe ich geguckt? 600 Meter oder? Ich habe wieder vergessen jetzt. Oder 700, 730. Ist es, ist ein gutes Stück kälter, oder? Bitte? Ist ein gutes Stück kälter hier. Ja. Wird noch kälter heute Abend. Da ist das schöne Tor da. Das berühmte Rote. Ist es berühmt? Oh, warte mal. So, warte mal. Ja, hier ist der Ausblick doch amtlich. Hier kann man zumindest mal runtergucken. Marlene, hier oben ist besser. Ja. Hast du unverblümte Wahrheit hier auf dem Ausblick? Ja, so ein bisschen erinnert es mich an Lake Placid. So, ich gehe mal einen Schritt zurück. Marlene, hier vorne ist dein Ausguck, den habe ich extra für dich reserviert. Mein Ausguck? Wie, ja. wie bei hier, wie heißen die nochmal? Titanic? Ja, danke. So, Kate, wenn du vielleicht mal nach vorne gehst, mal die Arme, genau. Und dich mal drehst bitte, das ist, dass man das auch mal sieht. Und das iPhone nicht. Ich hab's ja fest. So, zeig mal, was ist denn das? Trick 17, mein Pocket Sock. Sock Pocket? Wie heißt das Ding? Pop Socket. Das hast du meinem Sohn auch versucht zu verkaufen. Wobei ich, wenn ich über nachdenke, ist auch dein Sohn. Ja, wenigstens spielt das mit das Wetter. Sieht sehr gut aus. Es hätte ja noch schneien können. Ja, nicht wie letztes Mal, nur Nebel und Wolken. Aber bis jetzt, muss ich sagen, ist die Tour gelungen. Also, oder? Läuft, oder? Läuft. Ja, wie war denn jetzt für dich jetzt Tokio? Schon mal wieder mehr gesehen als letztes Mal. Das, also, viel bunt. Der Fischmarkt mitten in der Stadt fand ich cool. Also du hast uns die Angst genommen. Wir sind ja einen Tag später dann alleine in die S-Bahn rein. Und, wie war? Ja, war kein Problem. Selbst mein Sohn sagte, ist ja eigentlich ganz einfach. Ja. So, was hast du hier fotografiert? Ach, du hast dieses neue iPhone. Ja. Mach mal hier 5. 5 ist das Maximum. Das Maximum, okay. Ins Tipp, wenn du die Zahlen direkt antippst, hast du immer das perfekte Objektiv. Ja, genau. Siehst du, ich bin für Tipps. Ja. Marlene. Oh, was ist da hinten noch? Ach, das wird das Zeug. So. Wir fahren unter der Flagge von Japan. Ja. Sollen wir die mal gucken? Ja, ich gehe die mal filmen. Also eindeutig japanische Flagge, wobei das Boot hier auch nicht weg kann. Das ist ja hier auf dem Schiff festgemacht. Und auch hier hinten hat man ganz gute Aussicht. Das sieht man hier echt ganz gut. Ja, ich mach mal ein Selfie. Guten Tag. Der Ausguck. Auf der Queen Ashinoko, so heißt das Schiff. So, ich habe hier neueste Technik ausgefahren als Selfie. Jetzt können wir mal ein Gruppenfoto machen, wenn ihr alle mal hier hochschaut. Gruppenfoto. Und Cheese. Sehr schön. So, wir sind jetzt
Wir sind jetzt 3 Stunden über den See gefahren und jetzt kommen wir schon am ersten Ziel an. Genau. Das war der Schnellmodus. Die Fahrt dauert wie lange? Halbe Stunde unsere Fahrt. Also die waren jetzt ein paar Minuten hier. Weißt du, ich habe die Befürchtung, wenn wir wieder nach Hause kommen, dann kann ich schon Japanisch. Weil kannst du dann schon was? Ich muss da dauernd zuhören. Kriegst du die ganze Zeit Bescheid, wenn du da in einem Hotel sitzt? Das wird das Startfoto. Hier. Ich habe auch 5 Klamotten an irgendwie. Was hast du? 5 Lagen an, das ist schon frisch geworden. Ich habe eine kleine Idee, wenn du mal gerade mal mitkommst, hinten auf den Ausguck, da könnten wir nämlich ein tolles Selfie machen. Kommst du nicht drauf, das ist für First Class, aber, ja, hier, First Class. Aber hier der Ausguck hier. Das ist doch hier original Kate Winslet. Für Arme. So, komm mal mit. So, dann kann ich nämlich Stick hier, den Selfie-Stick, nämlich mal ganz weit weghalten. Siehst du? Da sind wir. Ist das romantisch? Ja, wir haben einen Japanologen mit an Bord. Hallo, stell dich mal kurz vor, du bist der Heiko. Hallo Heiko, ja, du hast 19 Jahre studiert. Als du denn 54 warst, bist du von der Uni ab. Was ist denn das für ein Tor? Ja, ich wurde leider rausgeschmissen, weißt du. Was ist das für ein Tor? Ja, das ist das Tor für die Geister, würde ich mal sagen. Klär mich auf. Die gehen da durch und sind dann tot, oder wie? Nein, damit die wissen, wo sie hin müssen. Ah, okay. Boah, es ist kalt. Ja, es wird frisch. Jetzt wird es frisch. Und da vorne ist das Heidelberger Schloss. Nee, echt? Ja. Quatsch. Ja, scheiß die Wand an, das ist unser Hotel. Ey, da haben wir doch was bekommen, das Geld. Ja, deswegen. Das ist ja schon ein bisschen höher Qualität. Jetzt weißt du, was du damit gemeint hast. Nee, ist das wirklich unser Hotel? Ja. Warum nicht das da hinten? Das sieht noch besser aus. Jetzt wirst du aber verstehen, ne? Ja, stimmt. Wenn das das Hotel ist, also Abendessen wird noch gebucht. Bitte? Gibt kein Abendessen. Wie? Ich habe gedacht, wir könnten noch dazu buchen. Okay. Nee, das hat ja nicht geklappt. Bei den anderen, die konnten auch nicht buchen, weil ich das nicht richtig mitgekriegt habe. So, manchmal habe ich das Gefühl, die Japaner wollen einfach kein Zusatzgeschäft. Ja, gestern waren wir ja von unserer Stammkneipe. Da haben sie dann auch gesagt, du kannst jetzt bis 19:20 sein, dann ist Ende. Weil dann kam da irgendwie eine Gruppe. Ja. So, ich zeig mal, das ist immer zu nah. So, und jetzt kommt die Erfindung des Jahrhunderts. Wir werden ein Selfie machen. Ich bin aus dieser Perspektive echt ein Männer. Nicht, wo es sich hinten verband, weil es so windig ist und heiß. Richtige Männer. Richtige Männer. Kai, komm mal hier rein ins Bild. Richtige Männer. So, da sind wir. Wir brauchen keine Bärte. Denn so jung werden wir nie wieder. Nee. Das ist definitiv, oder? Ja, genau. So, und ich drehe mich jetzt ganz langsam nach links. Ihr bleibt so, wie ihr seid. Ja. Und wir werden jetzt von oben quasi aus der Himmelsposition nach oben schauen. Jetzt soll ich doch noch oben. Darf ich? Ja, darf ich? Darf ich jetzt? Sehr schön. Danke. Ist es kommen mit der Ferne? Ja. Das hat damals der Rosenthal immer gesagt. Nicht winken, hat er gesagt. Nicht winken. Da haben die Leute immer bei der Live-Sendung haben sie in die Kamera gewunken. Weißt du noch? Das ist die beste Repräsentation. Das wissen aber nur noch Leute, die so alt sind wie ich. So, was ist da oben eigentlich auf dem Berg? Das ist eine Bergbahnstation. Und was kann die? Da fahren die Gondeln hoch. Ist hier Skigebiet, oder? Ja, aber das ist wie ganz jahresmäßig. Jetzt das Gras-Schnee. Kalt ist. Ich glaube, das ist Hamburg für dich nicht so warm. Ja. Kannst du ein paar Fotos machen? Kein Thema. Ja. Warte mal, ich drehe mal.
So, ja, dann gehe ich mal. Dann gehe ich mal unter Deck. Da hinten? Also ich hatte von dem Ding Bilder, entweder haben sie geschummelt, aber die haben so über den Garten rüber fotografiert. Fuji ist er irgendwo? Ja. Ich weiß aber nicht wo, da müssen wir hier den Fachmann fragen, den Kai. Ich habe nur das Hotelbild gesehen, von die Marketingbroschüre von dem Hotel. Ja, die haben doch den Fuji da reingepaust. Wenn ich Pech habe, haben sie reingepaust. Ja. Das ist doch gemogelt. Es gibt sowas noch, oder wie? Kai. Betrug? Nein, würden die nie machen. Es ist ja im weitesten Sinne ist es ja am Fuji. Irgendwie ist aber ganz Japan am Fuji. So. Endlich ein 7-Eleven. Jetzt haben wir einen gefunden. Ja. Komm, wir gehen mal rein. Denn das sind die Märkte, die, ich glaube, 24 Stunden sogar aufhaben. Durchgehend. Und du kriegst hier irgendwie alles. Also vom Tampon bis zum Spitzenmenü. Ja. Ist auch da diese Stäbchen, wo ich schon vorhin euch gekauft hatte. Guck mal da. Muss mal welche? Da dieses, wie heißen die dann? Spießer halt eben. Okay, können wir gleich mal gucken. Zum Beispiel kriegst du hier Zeitschriften, Deos, Zahnbürsten, also alles für den täglichen Einkauf, Floss, Eis, das ja auch nicht mehr wegzudenken ist, ganz viele Eiscreme, Creme Brûlée, die darf natürlich auch nicht fehlen, Häagen-Dazs in verschiedenen Ausführungen. Alles, was das Herz begehrt. Tja, was ist das denn hier? Gatsby. Gut, dass Bilder drauf sind. Alene, hast du was zum Essen gefunden? Ah. Soll ich mir selbst das holen? Gut. So, was hast du gefunden? Sag mal. So, gucken wir mal. Curry. Ja. Und? Und einmal Seafood. Ja, sieht doch gut aus. Mit Sojasauce, ja. Mit, also wenn das drin ist, was draufsteht auf dem Bild. Dann viel Glück. Ja. So, hier sind dicke Nudeln. Die nehme ich. Und was ist das hier? Ich glaube, ich brauche noch ein Körbchen. Das organisiere ich mir jetzt mal. So. Ein Körbchen.
Das Körbchen wird befüllt mit Das ist ja schon riesig. Boah, hier ist richtig was los. Ah ja, hier ist mein Lieblingsgetränk. Anstecken. Habe ich nicht die Hände mehr frei. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. So, was nehmt ihr noch mit? Big Curry. Das finde ich auch gut. So. Und was hast du gefunden? Oh ne, hast du auch so Zeug geholt? Ja. Zum Glück nur zum Aufkochen. Okay. Was hast du alles geholt? Zeig mal. Das ist ein bisschen blöd hier jetzt. Also eine Bento-Box hier. Eine Bento-Box. Dann haben wir noch diverse kleine Salatchen. Okay. Mit Nudeln, noch zwei Salate und mit Fisch. Und hier nochmal mit bisschen Hühnchen, bisschen Süßzeug. Auf jeden Fall werden wir heute Abend nicht verhungern. Da hat sich noch diverse Sandwiches geholt. Haben wir auch Besteck? Ja, das weiß ich nicht. Ich würde Besteck haben. Und hier habe ich noch für die eine Bekannte noch. Für die was? Für die eine Bekannte typische japanische Candy. Ja, bräuchte noch irgendwie okay. Für Dessert noch was. Ja. Besteck meine ich. Gut, dann let's go. Haben wir noch den Joghurt, den du eben genommen hast? Wo kam der her? Die Sachen. Ach, guck mal, hier gibt's sowas. Willst du sowas haben? Ja, will ich haben. Ist ja mega. Jelly. Oh, Jelly. Was gibt's noch in Jelly? Boah, das sieht so richtig gesund aus. Wir testen erstmal von allem ein. Wenn ich morgen vom Klo nicht mehr runterkomme, dann weiß ich. Also hier Chicken Bar. So, soll man das Warme auch noch mitnehmen, was du eben hattest? Was vorne in der Auslage war. Ah, das sieht ja lecker aus hier. Guck mal. Ja, genau. Das habe ich. Hast du? Wie oft hast du es? Einmal. Dann nehme ich auch eins für mich. Pardon? Das ist... Das sind, glaube ich, normale Nudeln. Guck mal, passt das selber mit Pork. Das müssen die dunklen Nudeln sein, ne? Das müsste wahrscheinlich dann Buchweizen sein, oder? Hm. Das ist eine gute Frage, ne?
Die Frage ist, wenn da jetzt keine Mikrowelle ist, kann man es nicht zubereiten. Das ist die andere Sache. Deswegen wäre kalt besser. Gut, was ist hier nebenan? Was ist das? Sushi haben die keins, oder wie? Ist ja komisch. Ist Japan und kein Sushi. Gibt es bei uns in jedem Supermarkt. Aber das da hätte ich gerne. Guck mal, wenn du mir das reinlegst. Das da? Das runde Ding. Nee, oben drüber. Das da? Ja. Kleine Roomtour im Hotel am See. Zwei Zimmer. Und diesmal sind die Zimmer gleich groß. Ja, ich habe tatsächlich ein Doppelzimmer. Befürchte, dass mein Sohn dann heute Nacht hier aufschlagen wird, wenn er weiß, wie groß das Zimmer ist. Aber nett. Im Zimmer Grundausstattung ist auch der Wasserkocher, den man natürlich braucht, wenn man sich irgendwas zu essen machen möchte hier im Zimmer. Natürlich kann man auch einen Tee trinken oder so, aber der Seeblick, der ist natürlich schon gut. Auch der ganze Garten ist gepflegt. Gleich wird es dunkel. Also gibt es noch ein Bad, japanisches Bad für Männlein und Weiblein getrennt. Leise ist es. Da ganz hinten ist eine Straße. Die hört man so ganz rudimentär. Ja, also kann man sich da gut gehen lassen.